Wir können die Zombies nur dann töten, wenn wir ihnen in den Kopf schießen. Das wissen wir ja schon aus vielen Horrorfilmen. Aber sogar die Darsteller von Die Horde kommen relativ schnell drauf, machen's aber nicht. Ballern trotzdem wüst in der Gegend herum. Überraschenderweise kipfeln sie dann ab, diese Charakterversatzstücke mit ungefähr dem Sympathiewert von einem überfahrenen Chinchilla. Ich mag den Film nicht. Trotzdem habe ich ihn mir jetzt noch einmal gönnen müssen, weil dieses Cover-Artwork von der neuen Mediabook-Auflage einfach nur geil ist. Ich habe zwar bereits eines der alten Mediabooks in meiner Sammlung, aber eben wegen dem Cover musste ich noch einmal zuschlagen. Wir haben sogar auf dem Frontcover hier beim Filmtitel Die Horde eine Veredelung. Wir haben hier partiellen Glanzlack eingesetzt, der, finde ich, relativ cool aussieht und auch dafür sorgt, dass das Ganze farblich etwas hervorsticht. Dafür haben wir da eine wirklich, wirklich schöne Collage und Zusammenstellung von einzelnen Sequenzen aus dem Film. Allen voran natürlich die Szene, wo die Zombies auf ihn losgehen, er dann quasi in weiterer Folge ich glaube, auf dieses Gefängnisauto oder Schulbus, was auch immer das war, draufklettert, einem Zombie irgendwie gerade den Kopf kostet mit anderen schreienden Zombies im Hintergrund, Michons Haustierchen vielleicht, da ebenfalls noch ein Typ am Boden mit einem abgetrennten Kopf. Das Ganze ist schön gezeichnet, macht einen sehr, sehr, sehr coolen Eindruck und gefällt mir richtig gut. Ja, auch wenn ich den Film nicht mochte, das musste in die Sammlung rein. Und das sieht auch wesentlich besser aus als die alten Mediabooks. Wenn mich nicht alles täuscht, habe ich vor Ewigkeiten, als die ersten Mediabooks gekommen sind, sogar eines näher vorgestellt auf dem Kanal. Ich habe es jetzt leider nicht für einen direkten Vergleich gefunden. Aber ihr findet ein entsprechendes Video auf meinem Kanal. Hier auf dem Mediabook Backcover haben wir natürlich ein paar Bilder aus dem Film, die genauso unspannend sind wie der Film an sich. Die Inhaltsangabe, Cast and Crew, technische Details und so weiter und einen, sagen wir mal, klitzekleinen Fehler. Ups. Wenn man nämlich im Auftrag von einer Firma ein Mediabook gestaltet, wäre es womöglich nicht schlecht zu wissen, wie diese Firma heißt. Dass man vielleicht nicht hier im Jahr 2018 auf das Mediabook Backcover Kinowelt schreiben sollte. Wenn es Kinowelt schon seit Ewigkeiten nicht mehr gibt und das Ganze mittlerweile Studiokanal heißt, deswegen kommt dieses Mediabook übrigens auch doppelt eingeschweißt. Einmal ist das normale Mediabook eingeschweißt und dann wurde tatsächlich ein Backcoverblatt einfach auf die Verpackungsfolie draufgelegt und dann noch einmal drüber verschweißt, wo man eben genau dieses Kinowelt-Logo in ein Studiokanal-Logo geändert hat, auch lustigerweise ein anderes Square One-Logo verwendet hat und der Rest ist, glaube ich, absolut identisch, natürlich mit der Ausnahme auch von diesem Copyright-Hinweis hier unten, genau, Copyright 2010 Kinowelt, ja, alles klar. Nein, das ist wahrscheinlich einer der dezentesten und unauffälligsten Fails der letzten Zeit, der aber jetzt, ich meine, rein von Business her ist und uns theoretisch blunzen sein kann. Uns interessiert dafür, dass es sich bei Die Horde nicht um ein Blu-ray plus DVD Mediabook handelt, sondern um eines, wo ausschließlich die Blu-ray drinnen ist, hier gerechtfertigterweise halt noch mit dem Kinowelt-Logo, weil das nehme ich jetzt einmal an, einfach nur ein Repack von der alten, bereits bekannten Blu-ray ist. Wir haben drinnen im Mediabook ein durchgehendes Artwork mit diesen drei grauslichen Visagen, die absolut unsympathisch sind im Film, wo aber dasselbe Bild hier auf dem Backcover bereits verwendet wurde. Außerdem auf dem Backcover vom Booklet dann einfach nur ein bisschen Ding. Vom Fabrikat her fühlt sich das Mediabook wirklich absolut hochwertig an und erinnert mich an die Hammer Edition Mediabooks für alle, die da einen Vergleich suchen. Drinnen, also auf dem Booklet an sich dasselbe Artwork, das wir auch schon auf dem Frontcover haben, was ich persönlich immer ehrlich gesagt etwas billig finde. Außerdem,
Und das war der Moment, wo ich ganz gern eines der alten Mediabooks gehabt hätte, um den Booklet-Text inhaltlich zu vergleichen, ob sich da was getan hat. Geschrieben wurde er diesmal auf jeden Fall von Nando Rohner. Das ist ein wahnsinnig cooles Motiv hier. Einige Bilder noch mit dabei, wobei das Einzige, was man in dem Fall schon sagen muss, ist, es ist jetzt nicht das dickste, umfangreichste Booklet. Es sind auch relativ viele Bilder drinnen und ich würde echt gerne wissen, wie lang dieser Text eigentlich ist jetzt so in A4 Seiten gerechnet, weil man hätte ihn natürlich auch gleich in der Schriftgröße 45 in das Booklet knallen können. Auf jeden Fall wahnsinnig viel da ist da nicht. Es ist auf jeden Fall ein Mediabook auf Sparflamme, das mir aber trotzdem aufgrund vom genialen Cover-Artwork wahnsinnig gut gefällt und das ich trotzdem ganz gerne in der Sammlung habe, vor allem weil es mittlerweile kurze Zeit nach der VÖ auch schon einen dezenten Wert angesammelt hat.